Wollt ihr auch mal so geile Pinwheels machen wie diese? Ja, dann bleibt dran, dann zeige ich euch mal, wie das geht. Und zwar auf dem Klappo. Und als erste Zutat brauchen wir erstmal geile Rouladen. Und diese sind vom Hof Keil. Kann ich euch empfehlen, habe ich bei Don Carne bestellt. Ja, und dann geht's schon ran. Die Höhlegrillerin schneidet hier fein ein paar Zwiebeln in schöne Ringe oder Tranchen. Oder wie man es nennen will. Und dann landen sie in unserem Eurolux-Topf und werden dort erstmal schön angeschwitzt. Zu den anglasierten Zwiebeln geben wir jetzt erstmal lecker Dijonais, denn das gibt dem Ganzen noch einen gewissen Pfiff und Pep und ist super für den Geschmack. Kann man auch hervorragend mal bei anderen Rezepten verwenden. Wenn wir die Dijonais untergerührt haben und es so aussieht, dann kommen wir zum Fleisch, zu den Rouladen, denn dann sind die Zwiebeln fertig und wir legen unsere Rouladen lang aus, sieht man schön zu, wie flach die sind, und dann werden sie erstmal mit Bacon gefüllt, denn mit Bacon ist alles besser. Diesen Bacon habe ich sogar selbst geräuchert, deswegen sieht er ein bisschen anders aus als der aus dem Geschäft, aber schmeckt dazu umso geiler. So sollte das dann aussehen, am Ende ein Stück freilassen, das hilft dann nachher beim Zusammenrollen. Ja, und dann kommt schon hier schön noch frisches Mett in unsere Pinwheels. Schön verteilen, kneten und massieren, wie es die Höhlengrillerin macht. Ja, so muss das sein. Jetzt kommen unsere schmackhaften Dijonais-Zwiebeln ins Spiel, die runden unsere Rouladen oder Pinwheels auch nochmal richtig ab und bringen das Ganze geschmacklich nochmal richtig nach vorne. Nächster Schritt, das Einrollen. Und das müssen wir gefühlvoll und engmaschig machen. Und ja, und da zeichnet sich es aus, dass wir hinten ein Stück von den Rouladen freigelassen haben, denn das kann man dann sehr gut als Verschluss nähen. So, und jetzt kommt ein kleiner Lifehack, damit man die Pinwheels nachher besser schneiden und zusammenhalten kann. Rollen wir die erstmal in einen Bonbon in Frischhaltefolie ein und dann kommen sie erstmal 2 Stunden in den Kühlschrank. Bevor wir sie da entnehmen, starten wir dann den Klappo. Und hier sieht ihr schon, dass es ein gutes Ergebnis gegeben hat mit unserer Folie. Ja, und dann geht es schon ans Marinieren. Und dafür nehmen wir gutes Sonnenblumenöl und den Lone Star Beef Brisket Rub von Pit Boss. Der hat richtig Dampf. Ja, und das mischen wir dann einfach erstmal ins Öl hinein. Jetzt starten die Vorbereitungen zum Aufspießen und ja, kommt erstmal der gekonnte Halbschnitt, damit wir unsere Rouladen passend voreinander legen können, um die Spieße zu platzieren. Hier noch ein Blick auf die wunderbare Füllung. Und jetzt geht's ans Aufspießen. Nachdem wir unsere Rouladenstücke durchspießt haben, durchtrennen wir natürlich mittig zwischen den Spießen erstmal unsere Fleischstücke. Hier sieht man gleich auch schon einmal wunderschön, wie harmonisch dieses Mett mit den Zwiebeln und dem Bacon in den Pinwheels zusammenspielt. Und ja, als krönender Abschluss werden sie dann mit unserem selbstgemachten Lone Star Beef Brisket Marinädchen ordentlich eingemobbt. Und natürlich marinieren wir auch die Rückseiten unserer 2 leckeren Pinwheel-Spieße. Und endlich ist es soweit. Wir können es zischen lassen, die Spieße auf dem Klappo. Ich könnte mir das Flammenspiel beim Spießebraten stundenlang angucken und daher jetzt hier erstmal ein paar Impressionen. Grillt die Spieße ordentlich durch mit den Zwiebeln und dem Mett in der Mitte, kriegt ihr die auf gar keinen Fall trocken. Ja, und dann gehen sie runter vom Klappo und wir können endlich probieren. Die Spieße von der Grillshow haben wir diese wunderbaren Abstreifer und von daher kriegt man die Pinwheels auch super runter vom Spieß, ohne sich groß zu verbrennen. Ja, und dann machen wir gleich mal einen schönen Mittelschnitt, würde ich sagen. Ich denke mal, dieses Ergebnis kann sich sehen lassen und wenn ihr das duften könntet, also absolut der Burner. Ja, und hat euch das Video gefallen, dann macht's auch gerne nach.
Und ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Aber was wichtig ist, bleibt gesund, alles Gute und bis bald. Wünscht euch der Hövelgriller.